Das war ja der Plan, diese Ikone wieder zum Leben zu erwecken, aber neu zu erfinden. Sowas hat es noch nicht gegeben. Schon gar nicht als Elektroauto. Ne? Diese Zweifarbigkeit hier, um das Auto irgendwie noch länger gestreckt zu bekommen. Ne? Und es bezieht sich natürlich auf die ikonische Farbgebung des T1. Aber denkt jeder sofort an Reisen, an Sonne, an Lifestyle, an Kult. Wie einzigartig die Proportionen sind. Und wie hart haben wir gekämpft, um diese Windschutzscheibe nach vorne zu schieben, um das kürzer zu bekommen. Ja? Jetzt hast du die Innenraumgröße eines T6 genau, in so einer kompakten Dimension. In diesem Bereich hier. Wir haben das noch etwas aufrechter gemacht, weil wir das Gefühl hatten, das Auto sollte mehr an dieses Gefühl von dem T1. Erinnerst du? Der T1 ist ja sehr, sehr aufrecht. Das wollten wir ja hier auch, ja, eine Reinkarnation schaffen. Ja. Und mit kleinen Details weisen wir auch noch ein bisschen darauf hin. Diese hohe Sitzposition, die Übersicht. Und so viele Ablagen auch, ne? Ja, das wünscht man sich immer, ne? Für alles einen Platz zu finden. Sehr geräumig, das Reisen wird jetzt sehr entspannt, sehr relaxed. Digital, voll elektrisch. Cool. Sehr ikonisches Design, ne? Ja. Glanzgedreht. Genau. Diamond Cut. Durchgehende Lichtsignatur. Das sehr schlicht, auch, sehr grafisch. Genau, macht das Auto extrem breit. Und der Name, ne? Genau. ID-Bars.